Hallihallo. Hi. Freut mich. Stativhalter vergessen, aber wir sind heute mal ein bisschen. Aber wie du siehst, improvisieren wir auch. Magst du was trinken? Ach, gerne ein Wässerchen. Ja. Und das sind jetzt quasi die letzten Termine vor der Elternzeit. Oder hat die schon angefangen? Oder endet sie nie? Elternzeit. Die Kleine kommt nächstes Jahr in die Schule. Okay. Also nicht dieses. Und nee, ich bin jetzt noch zugange mit den Auswirkungen der Tour, Tonträger, Buch. Mhm. Henrike ist auch sehr aktiv, hat ein Kindermusical am Start. Also von hier noch nicht viel zu machen. Alles klar. Dieses Jahr klingt dann irgendwann mal Ende Dezember aus. Und nächstes Jahr werden wir es dann ein bisschen spüren, dass alles einen anderen Rhythmus bekommt. Mhm. Aber im Augenblick Full Power. Mhm. Es wird natürlich nicht so sein, dass wir keine Musik mehr machen. Das kann ich gar nicht. Ich wüsste nicht, wie ich den Tag verbringen soll. Aber die Tourneen, so wie wir früher gemacht haben, nein, weil die einfach zu viel Zeit wegnehmen. Und Anouk ist jetzt 5, wird jetzt am 1. November 6. Meine ist jetzt 3 und die Tochter ist gerade einen Monat alt geworden. Siehst du, und der große Unterschied zwischen dir und mir ist im Alter begründet. Mein Zeitfenster ist sehr viel kleiner als deins, aber das merkst du ja bei deinen Kindern sicherlich auch, die Sprünge, die die machen. Wenn man die verpasst, verpasst man eine ganze Menge, das will ich nicht. In dem Zusammenhang mal so eine Frage zum Elterndasein. Es gibt ja im Internet viel so Videos, da geht es um Neudeutsch Parenting, ja? Wie erzieht man seine Kinder zwischen den Ansichten der Generation Z und den Boomern oder Generation X. Gibt es da bei euch zu Hause so, seid ihr da auf einer Wellenlänge, was die Erziehungsstrategien angeht, oder gibt es da manchmal auch so? Ich bin überzeugter Rock'n'Roller. Ja. Und das ist jetzt nicht Blabla, sondern die meisten Leute können das, oder viele können das nicht einordnen und wissen nicht, was das ist. Meinen, das ist irgendwie einen wilden Mann machen mit Nieten in der Hose. Und das auch, aber das Entscheidende ist, dass man gewisse Konventionen für überholt hält und deswegen auch dagegen handelt. Und das wiederum bedeutet nicht, dass alles nur kontra ist. Okay. Und es gibt ein paar Werte, für mich zumindest, im Leben, die sich nie verändern. Zeige mir den Ersatz für Liebe, wenn ich gehe. Ja. Der Ersatz für Hunger, wenn auch nicht gehe. Ja. Ohne dort. Und deswegen, glaube ich, verändert sich auch in der Erziehung von Kindern nicht so wahnsinnig viel, was die Grundsätzlichkeit anbelangt. Kinder brauchen einen Platz, wo sie sich geborgen fühlen, wo sie sich anlehnen können, wo sie Schutz bekommen und so weiter. Ja. Das wird man auch in Tausenden von Jahren, sollten wir die Erde bis dahin noch nicht ganz kaputt gemacht haben, noch so handhaben. Ja. Aber wir haben es mit Verschiebungen in der Gesellschaft zu tun. Die Welt ist im Grunde genommen kleiner geworden, globaler. Die Dinge, die uns tangieren, kommen von weit her und umgekehrt. Wir leben alle zusammen und müssen zusammen klarkommen. Die Herausforderungen sind immens. Das hat sich verändert und wird sich auch weiter verändern. Aber insofern ist also die Erziehung von Kindern aus meiner Sicht auf der einen Seite konservativ und konventionell und auf der anderen Seite muss man sehen, was bringt die Zeit für Zeichen mit sich. Jetzt warst du ja immer jemand, der auch mal über kritische Themen, über den Kalten Krieg und so Sachen gesungen hat. Vermisst du das in der heutigen Zeit, dass Musikerkollegen sich so mit den Sachen auseinandersetzen? Also unser Musikmagazin ist ja gerichtet an Newcomer-Musiker, junge Songschreiber, Texter, Komponisten und Leute, die Sänger oder Sängerin werden wollen. Würdest du denen irgendwie was mit auf den Weg geben, wie die ihre Karriere vielleicht sinnvoll angehen könnten, dass was also für die Nachwelt erhalten bleibt? Zum anderen, zu dem Bruch mit den Konventionen gehört auch, den Alten nicht immer alles abzukaufen, was sie sagen. Ja. Okay. So. Mein Sohn ist 21, der macht auch Musik. Mhm. Wenn ich mir seine Texte angucke, dann merke ich, dass er viel früher dran ist, sich gesellschaftlich, politisch und so weiter zu artikulieren. Das braucht noch ein bisschen, bis er, ich sag mal, gewisse Dinge auf den Punkt bringt. Aber das ist ja normal. Ich meine, mit 21 kann man nicht verlangen,
dass man alles schon weiß und alles kennt und alles auch richtig artikuliert. Aber der Ansatz stimmt. Und der Jugend den Vorwurf zu machen und im Speziellen auch Musikern und Musikerinnen den Vorwurf zu machen, sie seien unpolitisch, ist absoluter Quatsch. Es gibt so viele andere Möglichkeiten, sich zu artikulieren, dass das nicht immer auf der Ebene von Musik passieren muss. Ja? Also auch wir singen nicht 24 Stunden am Tag Eiszeit. Ja? Okay, ja. So, es gibt auch andere Themen und flachere Themen und weniger Themen, die in diese Richtung gehen. Aber ich glaube, wenn man, und es gibt Erhebungen, gerade in letzter Zeit, die das widerlegen, diese Ansicht, dass die Jugend unpolitisch ist, falsch. Getriggert durch die Vorkommnisse, durch die Konflikte, die wir haben, Ukraine, Israel und so weiter, sind es gerade die jungen Menschen, die Angst haben vor der Zukunft und vor ihrer Perspektive, weil sie sehen, wie die Erwachsenen alles torpedieren, was sinnvoll ist für deren Entwicklung. Ja? Wir lassen ja zu, dass dieser ganze Mist passiert. Ja? Da gibt es ja auch noch welche, die schreien ganz laut, permanent nach Waffen und Wasserkugeln. Ja, ja, da ist und das. Und die Jugend wird einfach noch nicht ernst genug genommen in ihren Befürchtungen. Viel, viel pazifistischer eingestellt, viel, viel kommunikativer, viel, viel übergeordneter. Wir haben Musik, die uns verbindet und über alle Kontinente hinweg. Wir haben Literatur und. Die Jugend, die praktiziert das viel mehr als die Erwachsenen. Die werden steif und sagen, wir müssen verteidigen. Was für Bullshit. Was wir verteidigen müssen, ist der Krieg. Das ist der Krieg. Also finde ich schön, dass du da so diese Ansicht vertrittst. Jetzt hast du, habe ich gerade gestern gesehen, die 21. Nummer 1. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Ist das in der heutigen Welt noch so möglich, wenn du jetzt heute nochmal anfangen würdest, den Rock'n'Roll-Weg durch die kleinen Pubs, durch die Clubs, über die Festivals? Oder würdest du heute auch sagen, ich mache jetzt erstmal einen TikTok-Kanal auf? Also, ist es heute noch möglich, dass einer einen Marathon gewinnt oder wie früher oder nicht? Und ich sage, auch da sind die Prinzipien dieselben. Du musst trainieren, trainieren, trainieren. Wenn du Fußballer bist, musst du am Ball bleiben. Der Wille ist der stärkste Muskel des Menschen, haben die Indianer gesagt, zu Indianer. Okay. Ja? Ich glaube, den braucht man immer. Und dann ist natürlich eine Frage von Ehrgeiz und vielleicht auch von Egoismus und von Eitelkeit, wie oft man das haben muss. Ja, 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 ja. Aber ich würde das gerne relativieren. Mhm. Ich habe so viel mit Musikern zusammengespielt, die noch nie eine Nummer 1 hatten und die 10-mal besser waren. Ja. 55 Jahre, ich habe gestern mal geguckt, wie ich überhaupt so auf die Karriere und die Musik von Peter Maffay aufmerksam geworden bin. Und mir ist dann eingefallen, dass das über meinen Vater kam, der damals ein Riesenfan war. Ich habe gestern noch bei mir unten im Studio im Keller ein bisschen gewühlt und fand dieses tolle Bild, ich halte es mal kurz in die Kamera, passend zu dem Bildband, würde ich jetzt mal sagen. Das war ja hier, war das das erste Shooting damals? Oder gab es das war mein erstes Shooting. Sieht man auch an dem misstrauischen Blick. Ich war Lehrling in München, wurde in einem also sehr bescheidene Verhältnisse, in einer Baracke, mit ein paar Freunden zusammen, in einem Zimmer, zu viert. Und ich wollte aus dieser Enge raus. Und der einzige Weg, den ich mir vorstellen konnte, war Musik. Okay. Und ich habe am tagsüber habe ich als Chemigraphenlehrling gearbeitet. Und abends sind wir um die Häuser gezogen, haben Musik gemacht. Und dann kam plötzlich Michael Kunze, mein damaliger Produzent, und sagte, ich bin Produzent und ich produziere Schlager. Mit dir würde ich das gerne mal probieren. Habe ich gesagt, okay, wenn das Schlager ist, ist mir eigentlich egal, Hauptsache ich habe einen Schallplattenvertrag. Also ist dir relativ einfach dann gefallen, auch dieses Posieren und so, da tun sie und das Ding wollte ja am Anfang niemand hören. Okay, ja. Ja. Später war es dann anders. Sehr gut. Ja, prima. Ja, würde mich freuen, wenn du die vielleicht später dann nochmal signierst. Mache ich gerne, klar. Und wir wären tatsächlich dann auch schon durch. Das ist gut. Vielen Dank.